Erstmal muss man Danke sagen natürlich an den Gastgeber. Ich glaube, Steinbach hat uns hier fantastische Rahmenbedingungen geboten mit diesem wunderschönen Stadion und logischerweise auch einer sehr, sehr ambitionierten und starken Regionalligamannschaft. Insofern war das mal eine erste Standortbestimmung. Ich glaube, man kann sagen, dass wir diese Standortbestimmung bestanden haben. Die Mannschaft hat sich in beiden Halbzeiten eine ordentliche Zahl an Torgelegenheit herausgespielt. Die Mannschaft hat aus meiner Sicht auch läuferisch wirklich sehr, 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 sehr frisch gewirkt. Wir haben viele Wege gemacht, wir waren auch immer wieder schnell in dem Ball. Ja, Vergangenheit habe ich logischerweise, aber es ist jetzt nichts Besonderes. Ich habe ja schon das ein oder andere Mal gegen Fortuna Köln gespielt, auch mit Hessen Kassel haben wir in Köln gespielt. Von dem her bin immer wieder in Kontakt mit Uwe Kojinat, auch wegen Spielern, auch im Rahmen von den letzten Jahren, was die ein oder andere Verpflichtung angeht, tauscht man sich mal wieder aus oder fragt mal, ob er eine Idee hat mit im Rahmen von Personalplanung oder sonstigen Geschichten. Also da ist immer wieder ein enger Kontakt gewesen, deswegen ist das nichts Besonderes oder nichts Außergewöhnliches. Zum Spiel kann ich nur sagen, sehr gut, waren viele gute Ansätze. Wir haben ja auch sehr viele neue Gesichter bei uns und wir haben das auch umgesetzt, was wir jetzt in den letzten eineinhalb Wochen herausgearbeitet haben. Im Training haben wir auch jetzt hier umgesetzt. Wir hatten auch viele Torchancen in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit ähnlich und ja, im Endeffekt haben wir auch verdient 2-0 gewonnen. Ja, ich muss sagen, ich habe mich sehr gut hier eingelebt. Ist eher so eine familiäre Truppe, sagen wir mal. Ist ja keine Großstadt hier. Aber die Leute haben mich alle positiv aufgenommen. Ja, zum Spiel. Das erste Spiel darf man jetzt nicht überbewerten. Wir hatten jetzt drei sehr anstrengende Tage hinter uns. Ich meine, nach drei Tagen das erste Testspiel zu haben, ist auch nicht gerade normal. Aber die Jungs sind gut marschiert, dass am Ende hinten raus die Beine etwas schwer sind, besser gesagt, etwas schwerer waren. Ist ganz selbstverständlich, wie gesagt, dürfen wir jetzt nicht überbewerten und jetzt einfach vorwärts denken. Ich fand die Organisation sehr gut, das waren eigentlich die Schwerpunkte, die wir in den ersten anderthalb Wochen taktisch uns erarbeitet haben. Zum einen ein gut durchdachtes frühes Anlaufverhalten, eigentlich immer unsere größte Stärke in der dritten Liga. Auf der anderen Seite aber auch ein gutes Rückzugsverhalten, wenn das nicht funktioniert hat oder wir eigene Angriffe nicht abschließen konnten. Da haben wir aus meiner Sicht einen guten Job gemacht. Auch die Wechsel, die kompletten in der zweiten Halbzeit, haben nicht irgendwo dazu beigetragen, dass ein Leistungsabfall da war. Ganz im Gegenteil, auch in den Phasen hatten wir ordentliche Tormöglichkeiten und haben beide Hälften gewonnen, haben zu Null gespielt. Insofern glaube ich, prinzipiell für den Zeitpunkt, an dem wir uns befinden, ein gelungener Test. Zum Spiel speziell gibt es zu sagen, dass Fortuna sicherlich nicht nur ein bisschen besser war, sondern klar besser. Vorwiegend erste Halbzeit, glaube ich, hat man schon gesehen, dass ein eklatanter Unterschied da war, weil da auch eine unglaubliche Wucht und ein unglaublich gutes Tempo, eine gute Dynamik im Spiel war. Und zweite Halbzeit haben wir es ein bisschen besser gemacht, haben aber nicht wirklich Torgefahr entwickeln können und deswegen zu Recht und verdient dieses 2-0. Wir haben das schon relativ früh kommuniziert, dass ich ein Kandidat bin und habe mich auch über die Nachricht gefreut. Und letztendlich hat der Trainer das heute vor der Mannschaft verkündet, dass ich Kapitän werde. Und ja, mich macht das glücklich, mich macht das stolz. Also das ist auch eine neue Herausforderung für mich, aber ich habe auch Bock, das auch anzunehmen. Und deswegen bin ich auch sehr froh darüber.